machte also einen Film, der bei einer Vorabaufführung auch gut ankam. Daraufhin schickte ich den Film an das größte Kino in der Stadt und fragte, was sie davon halten. Einige Tage hörte ich nichts davon. Bis in diesem Kino, als die Filme für die nächste Woche vorgestellt wurden, eine Komödie angekündigt wurde, die allen gefallen würde und Die kleinen Strolche hieß. Ich rief den Kinobesitzer an und sagte ihm, dass ich den Film doch noch gar nicht verkauft hätte und es außerdem nur eine einzige Kopie gäbe. Ist mir doch egal. Der Film ist großartig. Ich bringe ihn raus. So fing das an. Und die kleinen Strolche wurden ein großer Erfolg. Und die Filme laufen heute immer noch.